Moin und herzlich willkommen wieder bei Strategie Command One, Joop gegen Judman. Und die letzten Runden waren sehr unschön. Ich glaube nicht, dass ich diese Zusammenfassung sehen will. Diese ganzen Geleitflugzeugträger, die sind halt auch ziemlich gut gegen U-Boote. Kriegt die Arti auch unterversorgt, aber noch mehr von denen war ja fast klar. Fangjäger sind wahrscheinlich nur dekorativ. Ja, ich dachte schon, da landen noch mehr. Okay. Genügend Probleme an allen Fronten. Jetzt habe ich natürlich die Bomber nicht da, aber gut zu wissen, dass da einer steht. Würde eigentlich dafür sprechen, sich hier dringend wieder zurückzuziehen. Ja, wahrscheinlich das Korps, das zuletzt immer die ganze Zeit da stand. Hat zum Glück eine 5er Versorgung, also Händler lieber raus, ehe der irgendwie festgesetzt wird. Was alles nicht gut wäre. In Italien aus, ihr habt immer noch so ein wenig Versorgung, also. Ja, es ist kompliziert. Und um da richtig rauszukommen, müsste man eigentlich durch Florenz durch, weil da die Straße läuft. Was wir zum Glück erobern können. Auf dem Weg noch ein paar Korps niederprügeln würde, es wäre ein Anfang. Steht auch unterversorgt, aber jetzt nochmal an den Rand zu fahren, glaube nicht, dass das eine gute Idee wäre. Aus diesem Sumpf raus, wobei da drüben ist es ja noch weiter sumpfig. Und hier mal diese Luftabwehrwaffendinger. Und der muss da wieder raus. Ich bin mal erstmal ein bisschen am gucken. Die Lage ist insgesamt schwierig. Da aber richtig weit vorgerückt mit seinen Panzern. Was die Frage aufwirft, wie es hier aussieht. Weil er natürlich erstmal eine Menge Panzerabwehr vor der Nase haben. Aber wo sind
Ja, wo sind seine Panzer dahinter? Irgendwie in Schlagreichweite? Wahrscheinlich ja nicht. Hier ist. Brauchst zum Beispiel nicht unbedingt diese Garnison da, wie ich finde, unterstellt haben. Oder da hinten steht auch nur ein bisschen rum. Das ist auch nur so als Garnison im Allgemeinen. Ihre Kur wird eh fallen. Tja, wo sind da seine Panzer? Und ihr da unten müsst evakuieren. Probleme über Probleme. Er hat ein paar Panzer da zur Seite geschickt. Das ist der Moment für einen Gegenschlag hier in die Richtung. Er hat natürlich immer noch seine Pack. Er könnte unsere Panzer eigentlich im Zweifel wegschicken, oder? Ja, die haben hier. Die hätten da die Eisenbahnen dafür. Aber die müssen eigentlich eher da auch das Chor da zerlegen, um meinen Rückzugsweg möglichst gut zu kriegen. Es ist Stress an allen Ecken und Enden. Ja, wenn man die dann noch treffen würde, irgendwie im Vorbeifahren, das wäre ja auch nicht verkehrt. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Genügend Probleme überall. Also man könnte hier erstmal gucken, was da so los ist, in der Hoffnung, dass man nicht direkt eine Flak trifft. Ah, was ist los? Ja. Jede Menge sowjetische Panzer. Jede Menge sowjetische Panzer. Inzwischen auch wieder versorgt. Eigentlich muss man halt, wir müssen eigentlich gegen die vorgehen. Neun Panzer kommen hier noch nicht ran. Aber er hat auch seinen Pack da. Wir brauchen eigentlich auch unsere Pack und das ist alles ein wenig stressig. Oder wir stellen unsere Packs hier hinten in der Nähe von Voronezh auf. Aber wir müssen eigentlich die Panzer unterschlagen. Es ist alles gerade ein klein wenig stressig. Aber wir könnten da auf Verdacht mit den Fliegern draufhauen. Natürlich ohne so wirklich Zahlen zu sehen, ist das nicht so das Wahre, aber wenn man sich Zahlen anzeigen lassen will, die Einheiten gehen drauf, ohne echte Chance zurück, ja. Wie gesagt, letztes Mal haben wir noch einen unterversorgt erwischt, dann wird das wahrscheinlich nicht möglich sein. Oder man haut erstmal ein bisschen auf die Begleitinfanterie. Dabei halt immer das Problem, dass man da eigentlich auch wieder weg muss. Weil gut, ihr habt, also du habt auf denen 2-2. Jetzt schlechte Moral, oder wir hauen einfach alle Flugzeuge auf den Panzer drauf und schauen, wie weit es geht. Müssten wir dann aber vielleicht doch wirklich mal auf langsame Animationen gehen. Nein, für ihn. Okay, ich würde sagen, es lohnt sich. Wir bomben da weiter. 3. Ja, Bomber vorwärts. Nochmal 2. Der kann nicht mehr viel haben. Dafür hat eine Luftwaffe, also eine gebrauchbare Luftwaffe hat ja auch mal was für sich. Der ist allerdings definitiv von der Flak gedeckt, den kann man da nicht so einfach treffen. Heißt, wir haben hier noch einen Bomberangriff.
natürlich auf den gehen. Ja, man hat da das Problem, dass halt diese ganze Begleitinfanterie von hier drüben drückt. Und man da nicht so viel anstellen kann. Wie es schön wäre. Tja, oder das Chor da loswerden? Weil also mit dem Chor bestimmt nicht. Mehl. Können wir denn jetzt ran? Okay, an das Akbuhan kommen. Das wäre lustig gewesen, weil dann wären die womöglich alle wieder unterversorgt. Aber da fehlt einem ein Feld. Außer man von hier 1, 2. Ja, dann ist auch hier Wald. 3, 4, 5. Dann würde auch heißen Kontrollzone. Außer es gelänge, den zu überwinden, wenn man den zerschlägt. Dann in den Ort zu setzen und das Akku anzugreifen. Also wir könnten mit dem natürlich anfahren. Und gucken, ob die es irgendwie schaffen, das Chor außer Gefecht zu setzen. Aber selbst dann wird es heikel, ob der es wirklich schafft, die Stadt leer zu räumen. Und wer weiß, was dahinter noch steht. Hier vorne hat man keine echte Deckung. Was natürlich gemeinhin auch nicht gerade gesund ist. Also es geht schon etwas in die richtige Richtung in dieser Ecke. Letzten Zug ein Panzer unterversorgt weg. Jetzt einen relativ verlustfrei rausgebombt. Na gut, ihr beiden könntet hier nochmal gucken, was so los ist. Heißt, der hat schon Verschanzung, aber die würden eh fallen auf Dauer. Ist das dann nicht... Ach ja, da warte, das ist ein Partisan, oder? Genau. Weiter da ja auch ein wenig stehen. Einfach da hinschicken zum Aufklären, dann spawnt da halt einer. Außer man schickt noch irgendwie. Okay, wir können natürlich auch einen Herr noch nach Tambov schicken. Dass wir dann den Vorstoß hier drüben einfach von da bedrohen. Also eigentlich sieht das ja interessant aus. Wir haben das irgendwie abgesichert bekommen. So viele Optionen. So, ihr müsst euch gegenüber denen da weiter verteidigen. Der steht hier im Wald. Deswegen hat er wahrscheinlich auch so gut gehalten. Hat seine Packs, die unseren Panzern so richtig Stress machen können. Tja, wenn es gelingt, das Chor zu vernichten, den Panzer in der Stadt und das Haku. Wir könnten dich mal anfahren lassen, nur um Werte zu sehen. Zwei, vier. Im anderen zusammen würdet ihr das schaffen. Aber immer noch einer von euch den wegräumen. Und da ist halt der Punkt, ob die es wirklich schaffen. Haben noch einen Bomber, der helfen kann. Also müsste einer von euch schaffen. Die haben keine Chance, an den Rand zu kommen. Einer von euch müsste den wegräumen. Dann der andere in den Ort rein. Und das Akku wegräumen.
Würde ich im Zweifel, wenn hier einer stünde, der mit seinen Panzern zuhauen. Nun muss man da dann noch leicht umverschieben. Na gut, wenn einer, also du zum Beispiel, sonst erstmal versuchst, da anzugehen. Okay, wir können es vielleicht dann noch etwas schneller laufen lassen. Der sich zurück. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das Teil des Plans ist. Weil der kommt jetzt nicht mehr ran. Das ist irgendwie nicht Teil des Plans, dass der sich zurückzieht. Ich offen zu. Eigentlich wollte ich doch hier jetzt schön schick die Straße lang, was aber nicht funktioniert. Gut, du könntest dahin und auf den hauen, aber wenn du ihn nicht kriegst, bist du erledigt. Ganz einfach gesagt. Wenn du ihn so weit kriegst, dass er die Kontrolls ja, dass er die Kontrollzone verliert, dann könnte der hier entspannter lang. Das alles immer noch klappen, aber es ist halt die Frage, schafft das ein Panzer? Und wenn man nachguckt hier, welche Werte, also hätte eigentlich der da weg müssen. Oder wir setzen zumindest dem Chor nach und vernichten das, auch wenn es nicht so spannend ist. Ach, was ist denn mit dem? Bleib doch mal da und kämpfe. Und der kann locker jetzt immer noch in Deckung zurück und alles. Wenn du anfährst, um das anzugucken, dann kämst du nur zwei Felder zurück, da wo das Chor steht. Und dann muss man hier bei der Deckung. Na gut, wir könnten den hier eiligst drüber schieben. Da einer im Wald steht und den Wald zu besetzen, wäre auch nicht verkehrt. Wir haben Panzergrenadiere, die opfern sich immer, damit die Panzer leben. Aber okay, das könnte natürlich auch zur Not der Bomber machen oder er gibt dem HQ eins mit. Ist die Frage, du fährst dahin, schaust dir die Lage nur mal an, fährst zurück. Müssen auch dahin. Müssten wir eigentlich hier vorne das Dicker besetzen, damit seine Packs und Panzer nicht zu sehr dann an unsere Einheiten rankommen. Not halt ein klein wenig kreativ mit Reserven und dergleichen. Zu 3, das heißt ja, du würdest den nicht leer kriegen. Und man kann uns nur im 1-1 helfen. Und die haben inzwischen noch den Panzer 4 geforscht, also es wird noch unangenehmer auf Dauer. Gut, nee, dann würde ich die Angriffe nicht. Oder gut, wir könnten den hier im Wald parken. Man, da stünde er auch in einem Wald. Einfach so aus Schutzgründen nicht verkehrt wäre. Aber eigentlich muss der so, also so weit zurück wie es geht, dahin. Könnte er halt von Norden auch sehr, sehr gut rankommen. Vielleicht doch dahin. Kannst du den platt machen? Und im Wald zu stehen hat ja auch was für sich, sonst nimm dir mal das HQ vor. Gut, dann müssen wir natürlich jetzt noch diese Position bauen, so ein bisschen. Also definitiv diese Wälder hier besetzt halten. Da ist auch mit schwachen Einheiten, die einfach nur Angriffe auf sich ziehen.
Hoffnung, damit die anderen beschützen zu können. Ich meine, du bist im Wald. Das sollte halbwegs hinhauen. Mal darüber. Mit der Armee zu schicken ist halt schon irgendwie heikel. Weil die ja auch die alle da rausblocken müssen. Und das Korps müssen wir eigentlich heilen. Den Panzergrenadier schicken. Da geht er sicher drauf. Aber beschützt halt den Panzer, der dann womöglich nächstes Mal mehr hauen kann. So, du stehst hier auch noch gut, falls bei den vorderen Armeen was passiert, dass du die Kontrollzone ausübst und du hast ja auch einen Wald für dich. So, das Akku müsste hier entlang. Mindestens da, noch wenn das ein klein wenig riskant ist, das Chor machen wir mal lieber gesund. Na gut, wenn er dann frontal das Chor wegmacht, gehe lieber dahin. Natürlich nur eine 5er Versorgung. Also ein Punkt weniger, aber es muss wahrscheinlich sein. Wobei jetzt geht der unterversorgt drauf. Da musst du eigentlich schon 8, 7, 6, 5 eigentlich schon dahin. Hoffen, dass dem Chor nichts passiert. Weil ich meine, hier ist auch ein Waldstückchen davor, das wir verkontrollzont haben. Wird schon schief gehen. Und wir können den anderen Panzer ja auch noch ranbringen. Und die Luftwaffe ein wenig, dass ihr immer schön die Reichweite auf alles habt. Notfalls auch noch die Garnison. Ja, oder wäre es doch langsam übertrieben? Gut, oder hier noch. Hier irgendwie in den Weg. Also lassen wir das mal so stehen. Ergebnis, dass der dann zumindest versorgt drauf geht. Dem Haku hoffentlich nichts passiert, solange die hier ihre Kontrollzonen halten. Ja, und die Luftwaffe dann langsam mithilft, die ganzen Panzer da rauszunehmen. Und wir haben noch die Option, hier oben nach Tambov sich da aufzubauen und dann von hier auch noch Druck auszuüben. So, es gab ein Aufnahmeproblem. Und deswegen muss ich gerade mal gucken, was jetzt gerade schon gemacht ist. Also ich hatte schon weitergespielt und dann war aber eine Festplatte eben voll gelaufen, worauf OBS als auch Strategic Command sie plötzlich gemeckert hatten und alles ein bisschen stressiger wurde. Muss noch mal kurz gucken. Ich glaube, das war noch in der alten Folge drin. Hier bin ich zurückgegangen, ehe man mit dem Landungsboot ungünstig eingeschlossen wird und die Garnison hat sich verschoben, um hier die Küstenlinie dicht zu halten von den Orten her. In Italien läuft der Rückzug. Das Eisenbahngeschütz stand da doch besser. Ich glaube, ich habe mich letztes Mal geärgert, dass es da war, aber dadurch konnte die Versorgung da zerlegt werden in Florenz und man konnte das Chor kaputt schießen. Den hätte der schwere Panzer noch erledigen können, aber dann wäre halt ein Feld weniger weit gekommen. Ich will halt gern, dass der so weit wie möglich kommt. Du schirmst den da auch ein bisschen ab noch. So, und einen Bomber hat man testweise, bei dem die Moral reduziert, aber nichts Spannendes. So, hier oben braucht es zwei Panzer und die Arti, um das Chor wegzumachen. Und wir haben neu einen Tigerpanzer und einen Jäger. Ging jetzt noch um die Frage, wohin man die Verstärkung packt. Das ist kompliziert. Ansonsten, der Pio baut da weiter. Stand jetzt auch nicht auf einer Bahn irgendwie nach Italien zu bringen. Macht da mal eine Garnison für Paris, wie jeder ein Fallschirmjäger kommt. Und er sollte mal da rausfahren und sich angucken, auf welchem Stufe der Hafen ist. So, jetzt war mir dann auch aufgefallen, dass wir hier jetzt eine ganz durchgezogene Eisenbahn haben. Deswegen die Garnison da oben noch benutzen können. Nicht, dass der Ort hier hinten doch noch gedeckt ist. Und bei den Schiffen. Weiß nicht, ob ich da schon war. Also du solltest entkommen.
Hoffentlich. Außer der ist halt schon umstellt. Dann ist das mit dem Kommen witzlos. Du hast halt so ein lästiges U-Boot. Okay, also ich muss zugeben, ich hätte das eigentlich eben schon gemacht, bevor das alles irgendwie abgestürzt ist. Und das hat er anscheinend nicht gespeichert. Und eben bin ich nicht in ein Schiff reingefahren. Ich hatte gehofft, ungefähr meinen Weg zu rekonstruieren. Aber gut, dann, dass ich jetzt weiß, dass dann Zerstörer ist, was ich eben nicht wusste, als der Zug fertig war, dann will ich den auch nicht weiter belästigen. So, den hatte ich hier grob umgezogen. Ja, sollte hier hinten rum. Vielleicht mal ein ganzes Stückchen weiter weg, für Stress zu sorgen, in der Hoffnung, dass da mal keiner ist. So, und der hier sollte ganz frech hier vorne auf die Linie rauf. Vermutung, dass er die U-Boote etwas mehr in der Tiefe jagt. So, du kommst da raus. Und die sollten hier auch ein Stück südlicher, wobei du musst in den Hafen. Die sollten ja auch ein Stück südlicher, um im Zweifel mehr aus der Reichweite von Ölern zu sein, wenn da Marinefliegerei und sowas ist. Hatte ich dann geheilt. Genau, und jetzt sind Positionierungsfragen. Die Finnen leicht umpositioniert und die haben das finnische Flugzeug wiedergekriegt. Mal zu helfen, genau. Und ich hatte noch ein HQ ohne Upgrades gekauft. Und noch eine Panzerabwehr mit Upgrades. Und das Geld wird mal wieder knapp. Naja, die üblichen Probleme. Die größte Diskussion. Na gut, der Zerstörer, das ist keine große Diskussion. Macht da weiter, aber die größte Diskussion war, wir haben jetzt noch hier einen benutzten, unbenutzten Panzer und zwei Pack. Wo man die hinbringt. Hier schien es mir am naheliegendsten zu sein, aber an den Orten. Alles schwierig. Tambov, ne, wäre nah dran, aber gut technisch. Ach, warte, den hatte ich auch nach hinten gezogen. Der bald da mal irgendwann an die Bahn rankommt. Sie halt fürs Akku riskant. Voronezh ist halt auch nicht das, was man ungefährlich nennen würde. Hauptquartiere und Verstärkung. Und Kantemirovka ist ein bisschen weit ab, genauso wie Stalingrad. Und da war ich jetzt lang und breit am Diskutieren, als plötzlich was, also als es plötzlich Stress gab, Festplatte voll oder so. Ja, war so voll. Es ist eine komplizierte Geschichte. In einem Moment, da wurde angezeigt, dass sie voll ist. Im nächsten Moment, ohne mein Zutun, hat sie wieder 2,5 GB. Hat mich gewundert und inzwischen müsste sie eigentlich noch wieder mehr haben. Manchmal schwankt das ganz komisch. Ja, aber ja gut, man könnte argumentieren, die haben ja eh eine schwache Versorgung. Dass man hier Verstärkung absetzt. Also, wir heilen den Rumänen im Sinne einer Versorgung und eines Doppel-Akkus. Bringt das deutsche Akku aber nach Kursk. Ich meine, der hat ja von da Reichweite. Setzen hier zwei Packs ein. In der Hoffnung, dass sie es überleben. Und den Panzer irgendwo dahinter. Wenn die Garnison hat, ist hier ganz nett. Die auf ihrer Verschanzung. Trotzdem oder wir nutzen nicht, um das einen HQ noch ein Feld nach hinten zu bringen, um es einmal sicher stehen zu lassen. Da vorne was schief geht. Okay, ich weiß nicht, dann drücken wir. Ja gut, ihr kriegt die Verstärkung. Dahin. So.
Hier die Pack. Jetzt eigentlich was die noch zu unterstellen. Dann, ich meine, da müsste ja eh an einen anderen ran, den man sich noch holt gleich. Die andere Pack. Und den Panzer. Kann auch total in die Hose gehen. Weiß ich nicht. So, dann müssen wir das Akku hier nehmen. Er hat Zeit. Jetzt habt ihr da auch halbwegs noch Versorgung. So, mir hat aufgefallen, dass wir hier die Eisenbahnlinie nutzen können, um sonst nicht so die halt gebrauchte Garnison irgendwo anders hinzubringen. Zum Beispiel hier unten, um gegen etwaige Landungen mit abzusichern. 2, 3, 4, 5, 6, 3, 4. Okay, er könnte auf das Ölfeld. Ich will jetzt nicht die Armee aus Baku rausziehen, ehrlich gesagt. Hat er eh keine Versorgung, da macht ihr ihn dann platt. Ich meine, hier hätte er auch keine, aber vom Prinzip kümmert euch darum. Gut. Ich auch das Oslo-Korps dann mal ran beordern. Vielleicht mit nach Paris in die Gegend zum Aufpassen. Dafür gehst du auf Dauer da rein und du deckst noch den Hafen. Du bleibst mal da, weil das wichtig ist. Das ist ein NM-Ziel und geht da irgendwie durch. Bleib dann erstmal noch da stehen. Okay. Mal kurz durchsehen. Das läuft. Steht neu und das muss werden. Ihr haltet den Laden zusammen. Ja. Schauen wir mal, wer nächste Runde noch lebt. Ihr kümmert euch darum. Und die haben sich zurückgezogen. Und hoffentlich kommen die da raus. Und jetzt haben wir hier von der anderen Seite auch schon Panzer. Und da auch Versorgung aus mehreren Orten. Das ein oder andere Flugzeug. Okay. Das passt. Die Flotte wurde bewegt. Ich glaube, wir können jetzt noch gucken. Und wir brauchen einfach mehr Einheiten in der Masse. Wieso das Gefühl nicht los? Luftabwehrwaffen hat er marschiert dann in den Osten. Wird schon über den Zug. Wird schon schief gehen. Fibisch 2, ja, schön, ist jetzt nicht mehr ganz so wichtig. Geld kommt rein. Dann an dieser Stelle auch erstmal wieder vielen Dank fürs Zuschauen. Schaut auch bei Dudeman mit rein. Und dann bis zur nächsten Folge. Bis denn.